Dramatische Rettungsversuche im Innern des Wohnhauses. Jede Minute zählt. Halte durch, wir sind am Bohren und sind bald da. Keine Panik, rufen die Helfer einem Verschütteten zu. Der 18-Jährige hat Glück. Die Retter können ihn befreien. Doch der junge Mann ist verletzt und völlig entkräftet. Bagger, Spürhunde, Suchgerät. Die Helfer tun alles, um noch Überlebende zu finden. Der Weg durch die Trümmer ist mühsam. Sie wissen, im Innern des zerstörten Wohnblocks können noch mehr als 100 verschüttet sein. Wir sind immer noch dabei, Überlebende zu suchen. Wir suchen Lebenszeichen entlang der zusammengestürzten Wände. Eine Frage beschäftigt hier alle. Wie konnte das 17-stöckige Gebäude einfach zusammenfallen? Eine Frage, der sich auch Taiwans Präsident Ma Ying-jeou stellen muss. Bei seinem Besuch im Krankenhaus. Der Verdacht? Pfusch am Bau. Die Behörden haben nun eine Untersuchung angekündigt. Ein schwacher Trost für die Angehörigen der Vermissten. Direkt vor den Trümmern des Wohnhauses haben sie sich versammelt. Eine Liste mit den Namen ihrer Liebsten haben sie erstellt. Jetzt können sie nichts tun, als zu warten.